Yo Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder, euer Brownie. Und ja, heute mit einem Quickie-Commentary, um es mal so zu sagen. Und ja, ich fange erstmal an, und zwar das Gameplay hat einen eigentlich nicht zu interessieren mal wieder, aber das ist ein One in the Chamber auf Estate gespielt, auf Alter Evenet. Und ja, das war doch eigentlich ganz gut. Ich wollte eigentlich da Flawless spielen. War irgendwie ziemlich blöd verreckt an einer Stelle. Und naja, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen will, oder aus dem, oder warum ich das Commentary überhaupt machen will, muss man sozusagen. Und zwar bin ich jetzt in einem Clan, also ein Clan in Anführungszeichen, denn das ist eher so ein Fun-Clan, auf Alter Evenet, mal wieder. Und zwar heißt dieser Clan NPL. Wir haben auch eine Website, die wird dann in der Beschreibung stehen. Und wir haben zwei Server auf Alter Evenet. Und zwar sind das iSnipe Server. Ja, also, wer nicht weiß, was iSnipe ist, das ist ja halt Intervention Only meistens. Mit Wurfmesser noch. Und ja, da haben wir eben zwei Server: einmal Team Deathmatch und einmal SND. Also, wer da Interesse hat, irgendwie drauf zu joinen, der kann da gerne drauf joinen, obwohl die Server immer ziemlich voll sind. Ja, und eben auf diesen zwei Server bin ich auch Admin. Ja, wenn ihr mit mir auf dem Server zockt, dann muss ich euch halt auch eben, also ihr müsst die Regeln auch befolgen, um es mal so zu sagen. Nicht, dass ihr denkt, ja, hey, ich kenne Brownie und kann da jetzt drauf und kann machen, was ich will. Ja, also das könnt ihr schon mal nicht machen. Und genau, das war's eigentlich auch schon soweit. Die Montage von Phil wird ungefähr in einer Woche fertig sein, schätze ich. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall überraschen lassen, denn die wird auf einen größeren Channel hochgeladen, soweit mir das Phil erzählt hat. Und ja, ich hoffe, da bekomme ich doch ein paar mehr Abos. Ich strebe jetzt auch schon meine 200 Abonnenten an. Und ja, da wird es kein Special geben, sondern ein 250er Special. Und oh, das Gameplay ist aus, sehe ich gerade. Egal, dann überziehe ich einfach. Also ein 250er Abo-Special wird es vielleicht geben. Nichts Großes, aber ja, lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Und ja, haut da rein, würde ich sagen.